Hallo, ich bin Clara. Ich bin Milena. Und wir sitzen hier am Potsdamer Platz mit Maike Mia Höhne, der Kuratorin für die Berlinale Shorts. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Das ist ja immer meine Lieblingsaufgabe. Also ich bin Maike Mia Höhne, ich bin 45 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie in Hamburg und arbeite für die Berlinale. Cool, du hast gerade gesagt, du arbeitest hier für die Berlinale seit 2007, oder? Seit 2007 mache ich den Wettbewerb für die Kurzfilme, also wähle ich die Filme aus. Und davor habe ich für das Festival gearbeitet und habe das Kino betreut, wo die Kurzfilme gelaufen sind. Und habe die immer moderiert und geguckt, dass alle reinkommen und hatte einfach eine super Zeit. Und was ist deine Aufgabe jetzt bei der Berlinale? Jetzt ist meine Aufgabe, die Kurzfilme auszuwählen, die später darum konkurrieren, um den Goldenen Bären. Und wie sieht dein Alltag bei der Berlinale so aus? Meinst du während des Festivals? Genau. Also, da stehe ich morgens auf und zwar pünktlich, 7:30, 8 Uhr und heute um 9 Uhr, weil wir gestern Party hatten. Und dann komme ich an den Potsdamer Platz gefahren mit der U-Bahn und dann treffe ich meine Kollegen im Büro. Dann machen wir einen kleinen Check-up, was passiert, was gehört, so. Wen treffe ich, wo muss man hin? Und dann gibt es so verschiedene Abschnitte im Festival. Es gibt so eine Einheit, wo ich ganz viel moderiere, gibt eine Einheit, wo ich ganz viele Leute treffe. Und jetzt gibt es eine Einheit, wo ich ganz aufgeregt bin, weil bald wissen wir, wer gewonnen haben wird. Und dann müssen wir den Rest organisieren. Und dann läuft der Tag so ziemlich lange. Und dann fahre ich irgendwann mit dem Taxi nach Hause, weil dann habe ich keine Lust mehr auf U-Bahn. Und dann falle ich ins Bett und ich darf neben meiner Freundin schlafen. Die teilt immer mit mir ihr Bett während dieser Zeit. Da darf ich bei ihr wohnen und die schläft dann manchmal schon. Und dann schlüpfe ich zu ihr oder sie schläft noch nicht und dann gehen wir noch mal kurz in die Küche einen trinken und schnacki-schnacki machen über die ganzen Filme, die sie gesehen hat, die ich nicht gesehen habe. Und dann gehen wir schlafen und dann wieder aufstehen. Hast du jetzt dieses Jahr bei der Berlinale nur Kurzfilme gesehen oder auch andere? Du, ich versuche schon mal so ein paar andere Filme zu sehen. Aber während des Festivals ist es so, dass ich relativ konzentriert bin und sehr mit meiner Sektion beschäftigt bin. Dann sehe ich am Anfang ein bisschen was und am Ende, aber ich sehe zu, dass ich eher nach dem Festival noch mal ein paar Filme gucke. Und von den Kinderkurzfilmen, also von den Generationenkurzfilmen, hast du da auch dieses Jahr welche gesehen? Wir teilen ja sozusagen uns die Einreichungen. Ein Großteil der Einreichungen für die Berlinale kreuzt auch für Generation an oder hat eben auch Content für Generation. Und dann sehe ich einen Großteil dieser Filme auch. Also zum Beispiel den ABBA aus K+3er, den habe ich gesehen. Also da habe ich ganz viele auch von gesehen. Und es gibt auch Filme, die das gar nicht wissen, dass wir eine Kinder- und Jugendabteilung haben. Und dann schieben wir die Filme rüber zu unseren Kollegen und sagen, guck mal, hier ist ein toller Kurzfilm. Guckt euch den mal an, vielleicht ist da was fürs Programm. Meint es ja gerade toller Kurzfilm. Was ist für dich ein toller Kurzfilm? Was macht einen tollen Kurzfilm aus? Ach, ein toller Kurzfilm hat in sich die Form gefunden, auf den Punkt zu kommen. Auf den Punkt jetzt bei was? Bei der Geschichte, ist dir die Handlung wichtig oder auch die Machart? Was beeindruckt dich denn so bei einem Kurzfilm? Also mich muss so Verschiedenes beeindrucken. Also das stimmt, die Machart muss irgendwie super sein, weil wir schon ein ziemlich großes Festival sind und wir sind ja auch kein Kurzfilmfestival. Das heißt, wir können jetzt gar nicht 400 Kurzfilme zeigen, sondern wir zeigen nur so ein ganz paar. Eigentlich so insgesamt mit Generation so vielleicht 60. Und dann gibt es in meinem Forum Expanded. Das heißt, lass es mal so 100 Kurzfilme sein, die hier überhaupt nur laufen. Und die muss jeder für sich schon ziemlich radikal und eigenständig sein. Und da ist die Geschichte auch wichtig, aber meist, wenn die Filme so radikaler werden, dann wird auch die Erzählung interessanter, weil dann ist sie nicht mehr so 50 Shades of Grey mäßig, sondern mehr Thomas Mann, Zauberberg, aber in kurz zum Beispiel. Ja. Wo sehen Sie denn jetzt so den Vorteil des Kurzfilms? Also was kann der Kurzfilm, was der normale Film nicht kann? Naja, der Kurzfilm kann halt immer. Was meinen Sie damit? Naja, der kann halt auf dem Telefon, der kann in der U-Bahn, der kann auf der S-Bahn, der kann zwischen zwei Langfilmen, der kann vor dem Schlafen gehen, der geht immer. Also die Länge. Und sonst noch was? Naja, ich liebe den halt, weil ich das wirklich toll finde, in einer Viertelstunde emotional an einen Punkt gebracht zu werden, wo ein Langfilm manchmal 3 Stunden für braucht. Das macht mir schon Spaß. Mir macht das einfach Spaß. Das gibt zum Beispiel jetzt einen Film, der läuft gerade viral, Hop Tornet heißt der, 10-Meter-Turm, wo die Prämisse des Films war, darüber nachzudenken, wovor man Angst hat. Und wie kann man das visualisieren? Dann haben die sich überlegt, ist das eine gute Idee, wir gehen mal auf den 10-Meter-Turm und wer springt nicht. So. Und dann haben die das inszeniert und jetzt sieht man da oben die unterschiedlichsten Altersstufen, Mann, Frau, Kinder, durchtrainiert, nicht durchtrainiert. Und die stehen da oben und wir dürfen zugucken, ob die springen oder nicht. Und das ist wirklich ein wahnsinnig toller Film, der einem total Spaß macht, einen zum Nachdenken bringt, in der Form total
super, ist lustig. Ein großartiger Film. Ist der denn dann mit Schauspielern oder ist der echt so, also spontan, wer da spontan dann springt und wer nicht? Ja, und dieses spontan haben die untersucht, also die haben ein Casting gemacht, haben gesagt, wir machen diesen Kurzfilm, das sieht man auch. Man sieht sozusagen die Plattform und man sieht die Kameras und den Tonaufbau und alles. Und dann haben die gesagt, okay, ihr könntet euch da auch bewerben. Und dann haben die so 100 Leute ausgesucht und haben gesagt, okay, dann mal los jetzt hier. Dann ist so der erste hoch, geradeaus durch und bäm, runtergesprungen. Und diese, nächster hoch, geradeaus durch, runtergesprungen. Diese, what? Nächster hoch, ne? Dann am dritten haben wir gesagt, nee, Moment, wir wollen ja dieses Gefühl kriegen, wir wollen ja diese Situation haben. Dann haben sie gesagt, okay, ihr geht jetzt hoch, lauft vor und müsst wenigstens 2 Minuten da oben stehen. Und da fängt der Film auf einmal an. Weil da, wenn du dann da oben stehst, dann willst du vielleicht gar nicht mehr springen. Und so, also dann wird es richtig, richtig toll. So haben die den gemacht. Also der ist echt. Ja. Ich glaube, ich würde dann auch nicht mehr springen wollen. Also noch nicht mal vom Dreier. Echt? Nee. Springst du nicht so gerne? Nee, ich springe nicht so gerne. Nee, dann musst du das ja auch nicht. Es gibt ja dieses tolle Buch, der rote Badeanzug heißt es, glaube ich, wo so ein Mädchen im Schwimmbad steht und so ein Typ sagt so zu ihr, genau, oder die auch so auf dem Sprungturm und so und er so, du traust dich nicht, weil sie geht dann so hoch auf den Dreier, guckt, geht wieder runter und dann lacht so ein Typ sie aus und sagt, und sagt sie, weißt du, ich bin auch kein Fisch, ich bin ein Mensch. Ne? Und auch kein Vogel, genau. Der fliegen muss. Und du selbst machst doch auch Kurzfilme, oder? Ich mache Filme, genau. Also Kurzfilme oder Filme? Also Kurzfilme. Ich mache Filme und manchmal sind die kürzer, manchmal sind die länger. Mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig, das so zu differenzieren. Das müssen wir machen wegen der Regeln. Aber eigentlich geht es mir darum, Filmkunst zu zeigen und Filmkunst zu machen. Und arbeitest du jetzt gerade auch aktuell an dem Projekt? Ja, das Projekt heißt Berlinale. Ach so, also jetzt aktuell kein Kurzfilm. Sind denn neue Projekte geplant von wegen Kurzfilm? Nee, jetzt bin ich erstmal hier. Jetzt sind Sie erstmal hier. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall, dass du hier warst. Willst du noch was hinzufügen? Oh, vielen Dank. Ja, würde ich auch sagen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Ja, das war es mit unserem Interview mit Maike Mia Höhne. Und wir haben gelernt, dass man eigentlich gar nicht unbedingt zwischen Kurz- und Langfilm unterscheiden muss. Denn es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich meine, es kommt nur darauf an, dass eben der Film mit seiner Länge die Geschichte erzählt, so wie es sich anbietet. Und ja, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und auch generell kann man sagen, dass sie eine sehr sympathische und lustige Frau ist. Ja, hat mir Spaß gemacht.